Für viele Musiker, für Bands, für Popsänger ist die Musikmesse MIDEM in Cannes immer wieder ein Sprungbrett für die ganz große Karriere. Auch viele Künstler aus Österreich nutzen die MIDEM, buhlen um die Gunst des Fachpublikums und kommen hier manchmal auch ganz groß raus. Bis heute Abend wird in Cannes noch gerockt und gesungen, vor allem aber Big Business gemacht. Eva Twaroch war für uns dabei. Wenn in Cannes die MIDEM läuft, dreht sich alles um die Musik, ob bei den Music Awards im Palais oder beim Off-Festival, bei dem Stimmen aus aller Welt für Stimmung in den Bars sorgen. Verschiedene Künstler wurden hier auf der MIDEM für den internationalen Markt entdeckt. Amy Winehouse zum Beispiel, die auf der MIDEM das erste Mal außerhalb Großbritanniens aufgetreten ist. Hier gesehen und gehört werden, darum geht's. Und so haben im Sparkling in Cannes dann auch einen Abend lang österreichische Musiker den Ton angegeben, wie Mika Wemba. Neben der österreichischen Sängerin, Musikerin und Songwriterin warb dann auch Herr Tischbein um Sympathie, der nun auch außerhalb Österreichs auf Erfolgskurs gehen will. Wobei die Austrian Music Box in Cannes zeigen wollte, wie vielfältig das heimische Musikangebot ist. Für die Musiker des Danubia Saxophonquartetts war die MIDEM jedenfalls ein Erfolg. Wir haben mit verschiedenen Firmen Kontakt aufgenommen und es schaut sehr gut aus für uns. Ein aufregendes Wochenende hatten Dela Dub, nicht nur aufgrund ihres Auftritts in Cannes, wurde ihr Song Crazy Swing doch Sonntag von der Song Contest Vorausscheidung disqualifiziert. Ich bin davon ausgegangen, dass nicht Crazy Swing zum Song Contest Vorausscheidung gewählt wurde, sondern Band Dela Dub. Und wenn dem sein soll, dann würde ich gerne mit Dela Dub nochmal am Ball bleiben. Die Gruppe Dela Dub bleibt also optimistisch, wofür vielleicht auch ein bisschen ihr vielbeachteter Auftritt bei der MIDEM in Cannes verantwortlich ist.